Sie sind hier, 7. Januar 2019, 14.33 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Michael Kraus kann die Spielerauswahl vom Bundestrainer nicht nachvollziehen. Urheberrecht Getty Images. Michael Kraus hat den 16er Kader von Christian Prokop für die WM kritisiert. Besonders die Entscheidung über einen Teamkameraden trifft auf Unverständnis. Handball-Weltmeister Michael Kraus hat Kritik an der Spielerauswahl von Bundestrainer Christian Prokop für die Heim-WM vom 10 bis 27. Januar geübt. Vor allem die Nichtberücksichtigung seines Teamkameraden Johannes Bitter, 36, vom TVB Stuttgart stößt dem 35-Jährigen auf. Ich verstehe nicht, dass Yogi nur als Standbeispieler im 28er-Kader steht, sagte Kraus der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Prokop setzt bei dem Turnier in Deutschland und Dänemark zunächst auf das Torhüterduo Andreas Wolf, Silvio Heinevetter. Alle Infos zur Handball-WM-Anzeige, sichern Sie sich jetzt DHB-Fanartikel, hier geht es zum Shop. Bitter nicht im Kader, Spieler und Trainer anderer Nationen haben mich gefragt, warum nominiert Deutschland nicht seine besten Spieler? Auch ich finde, dass nach dem Leistungsprinzip aufgestellt werden sollte, fügte Kraus an, zumal Yogi auch ein Teamplayer ist. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass Wolf und Heinevetter nicht die besten Kameraden sind. Kraus hatte sich selbst lange Hoffnung auf eine Nominierung gemacht, ein Mittelhandbruch warf den WM-Helden von 2007 aber entscheidend zurück. Bitter steht nicht im 16er Kader, mit dem Prokop am Donnerstag, Handball-WM, Deutschland, Korea ab 18.30 Uhr im Live-Ticker in das WM-Auftaktspiel gegen Korea in Berlin geht. Während des Turniers kann Prokop allerdings bis zu 3 Wechsel mit Spielern aus dem erweiterten 28er-Kader vornehmen, dazu gehört auch Bitter. Von Sportinformationsdienst.